Schlüssel. Warum? Müllabfuhr. Weil sonst kommt die Müllabfuhr rein und dann werden wir hier unterbrochen bei einem spannenden Thema. Ich kann weitermachen, oder? Mach weiter. Also Freunde, wir haben heute am Start ein sehr wichtiges Thema. Warum ein wichtiges Thema? Weil ich immer seit 30 Jahren werde ich gefragt, lieber Andreas, was sind die wichtigsten Regeln, wenn es darum geht, Körperfett abzubauen? Im Bereich natürlich jetzt erstmal der Ernährung. Was sind da die wichtigsten Regeln? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was die wichtigsten Regeln sind. Das ist eigentlich relativ einfach. Und zwar für mich ganz klar, Regel Nummer 1, Essen zu regelmäßigen Zeiten. Das heißt, wir können unseren Körper konditionieren, dass wir immer zu gewissen Zeitpunkt was zu futtern kriegen. Und wenn wir das machen und regelmäßig machen, dann ist es wie eine innere Uhr, dass unser Körper uns automatisch daran erinnert, dass wir jetzt Futter brauchen. Ich mache euch ein kleines Beispiel. Und zwar Beispiel, zu mir kommen Coaches, die frühstücken nicht, weil sie angeblich nicht frühstücken können. Da habe ich natürlich ein sensationelles Argument, warum die nicht frühstücken können. Und zwar nicht nur ein Argument, sondern ich glaube zwei oder drei Argumente. Und zwar, da kommt von mir immer die Gegenfrage. Konntest du schon einmal irgendwann frühstücken? Dann frage ich nochmal, hast du als Kind gefrühstückt? Dann kommt, ja. Und dann sage ich, lag es vielleicht daran, weil die Mami zu Hause war und die Mami hat dein Frühstück gemacht? Okay, ganz großes Lichtlein geht auf. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen ungern frühstücken, keine Lust zum Frühstück haben, weil sie erstens mal zu müde sind, weil sie zweitens, wie drücke ich das aus, pädagogisch wertvoll, würde ich sagen. Nicht pädagogisch wertvoll. Hart und direkt. Hart und direkt, weil sie zu faul sind. Also pädagogisch wertvoll wäre jetzt gewesen, man kann schön umschreiben, wenn man sagt, ja, der Mensch ist eben ein Energiesparmodell, überlegt sich ganz gut, welche Energie muss er aufwenden. Okay, ich halte den Schnabel. Siehst du das hier? Ja, ich bin ruhig. Nützt nämlich überhaupt nichts, wenn man hier nur Zuckerbrot verteilt. Deswegen, wir sind zu faul, deswegen wird nicht gefrühstückt. So, und wenn jetzt Menschen über Wochen, Monate hinweg, Jahre hinweg nicht mehr frühstücken, dann, was passiert? Wir konditionieren unseren Körper dazu, dass er keinen Hunger mehr hat. Ganz einfach, Schlusspunkt. Jetzt gehen wir her und ich verlange von meinen Coaches, dass sie in Zukunft frühstücken. Und was passiert? Oh, Andreas, ich habe keinen Hunger, ich schaffe das nicht. Dann sage ich, Ruhe jetzt, essen. Und dann essen die und dann kommen sie 6 Wochen später zur Verlaufskontrolle und sie schicken mir Daten zu und ich frage die berühmte Frage, wie läuft es mit dem Frühstück? Andreas, ich kann ohne Frühstück gar nicht mehr aus dem Haus. So easy kann es sein. Und deswegen, Freunde, zu regelmäßigen Zeiten den Körper mit einer so weit wie möglich art- und bedarfsgerechten Mahlzeit zu versorgen, ist für mich die Numero Uno. Da ich heute noch einiges an Videos für euch drehen werde, habe ich hier einen Spickzettel auf der rechten Seite. Freunde, ich bin über 50, ich darf das. Ja. Nächstes, bei der Gewichtsreduktion ist immer eins fatal, und zwar, wenn man bei der Gewichtsreduktion mit Zwischenmahlzeiten arbeitet. Und zwar Zwischenmahlzeiten, okay, wir frühstücken um 6:30 und um 9 brauchen wir dann eine Banane. Und der Kameramann macht jetzt auch eine Zwischenmahlzeit, aber der ist nicht in der Gewichtsreduktion. Der darf das, der darf fett werden. Ich sollte nachher wieder... Aber. Ja, hier, komm ohne, hier, komm mal rein hier. Ohne Mark, er kommt mit dem Buch. Ja, ich mach das, also. Das geht doch als Zwischenmahlzeit. Ja, das ist Zwischenmahlzeit. Er ist natürlich nicht in der Fettreduktion. Er ist gerade im Aufbau. Er macht gerade Pit-Training. Und er hat Nüsse dabei. Nüsse geil. Warum geil? Ganz einfach. Die wachsen tatsächlich exakt so. Das ist nur eine Tüte außenrum. Aber wenn ihr natürlich das wertvolle Frühstückchen mit dem wertvollen der Milch und dem wertvollen der Nüsse habt, sowas wächst nicht auf den Bäumen und auch nicht auf den Strauchen und kommt nicht aus dem Boden. Deswegen sowas ist gut. Aber wenn du jetzt gerade da zuguckst und in der Gewichtsreduktion bist, dann solltest du auch von dem als Zwischenmahlzeit erstmal die Finger weglassen. Im Aufbau ist was anderes. Dann ist gut. Ich schieb's mal wieder rüber. Ja, Finger weg von Zwischenmahlzeiten, weil die meisten sagen, ja, jetzt habe ich gefrühstückt und Frühstück war natürlich nicht so prickelnd, sondern sie haben ein leckeres, sehr wertvolles, weißes Milchbrötchen mit dem leckeren, braunen Zeug da drauf. Ich nenne keine Namen, alle, die mich kennen, wissen, was ich meine. Okay, konzentrieren, ich habe jetzt ein Scheißbild im Kopf.
Aber es ist ein Scheißbild im Kopf. Okay, Faden verloren, Faden ist wieder da. Genau, einmal ausatmen, durch die Hose und gut, passt wieder. Oh mein Gott. Okay, so, streng dich an. Einmal zack und so, weiter. Und weiter geht's. Gut, also schlechtes Frühstück, ungesundes Frühstück, Blutzuckerspiegel schießt nach oben, bam, nach unten. Was gibt's? 9 Uhr eine Banane. Ist gesund, die Banane ist gesund. Und 11 Uhr, jetzt brauche ich noch einen Apfel. Gut, dann haben wir 2 Zwischenmahlzeiten gehabt. Und diese 2 Zwischenmahlzeiten jetzt gerade im Bereich des Obstes, da ist Fructose. Und wenn die Fructose im Start ist, was ist dann mit dem Fettstoffwechsel? Niente, nix. Deswegen Finger weg von den Zwischenmahlzeiten. Auch kein Obst, nein, in der Gewichtsreduktion Finger weg. Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, am besten im Abstand von, wer öfters zugehört hat, der weiß, 4 bis 5 Stunden. Dass mit der Blutzuckerspiegel schön runter kann. Und wer es gut gemacht hat und um 7 Uhr gefrühstückt hat und hat dann um 11 Uhr, 11:30 leichten Hunger. Und dann kommt 12:30 Mittagessen, alles richtig gemacht. Wer aber um 11:30 sagt, jetzt muss ich was essen und danach kommt Mittagessen, der hat es nicht verstanden. So, das war die Regel Nummer 2, keine Zwischenmahlzeiten. Jetzt wird es wieder spannend. Regel Nummer 3, keine 6, keine 8, keine 10 Wochen Programme. Nope, funktioniert nicht. Warum? Schaut euch doch um. Fragt doch mal nach bei den Leuten, die ein 6, 8, 10 Wochen Programm gemacht haben. Das ist ziemlich spannend. Dann machen wir mal ein extra Video, dann halten wir das hier schön kurz. Genau. Machen ein extra Video gleich noch dazu. Genau, machen wir ein extra Video dazu. Gute Idee. Keine Infos, jetzt machen wir weiter. Also einfach keine krassen Maßnahmen ergreifen. Es gibt ganz viele Menschen, die gehen her und ergreifen eine krasse Maßnahme und sagen, yes, jetzt gibt es eine sogenannte, Moment, ich muss überlegen, Rosenkohl-Suppen? Kohlsuppendiät. Hey, Alter, welcher normale, vernünftige Mensch macht 2 Wochen, 3 Wochen, wie heißt das Zeug? Kohlsuppendiät. Alter, das schmeckt so Saftkur. Welcher normale Mensch macht das? Kannst du für 1-2 Wochen machen. Und das mag, oder für 1-2 Wochen, nee, für 3 Tage maximal. Oder Saftkur. Eine Saftkur, das gleiche, eine Saftkur, Fruchtsäure rein und ballern in einem Drink, was man normalerweise 2 Tage nicht isst. Säure, Fruchtsäure. Aber Obst ist doch gesund. Auch da könnten wir auch schon wieder einen neuen machen. Schreib's auf. Auf jeden Fall keine Maßnahmen ergreifen, die kein Mensch länger macht wie 2 bis 3 Wochen. Wie zum Beispiel eine typische Bodybuilder-Diät, wo man dann 7 Tage lang Blumenkohl, Brokkoli isst und gedünsteter Fisch, ohne Salz natürlich, weil Salz ist gefährlich. Und natürlich ohne Gewürze, weil Gewürze sind auch gefährlich. Nein, machen wir nicht. Sowas macht keinen Sinn. Wenn ihr was macht, hier ist der rote Faden. Der rote Faden ist flexibel. Der darf sogar mal runterfallen. Ich nehme mir den handroten Faden. Ja, und da begleitet mich dieser rote Faden mein ganzes Leben lang. Und dann bin ich mein ganzes Leben lang erfolgreich. Und zwar gesund erfolgreich. Und noch besser. Wisst ihr was? Sowas kann man immer langfristig machen. Was ist das? Ich höre euch hier schon ganz laut sagen, was? Ernährungsumstellung. Langfristig. Sehr gut. Ihr wart fleißige Zuhörer. So, was noch nicht geht, ist eine sogenannte Shake-Diät. Das heißt, wir trinken den ganzen Tag nur Smoothies, von morgens bis abends. Warum? Weil die Apotheke sagt, ist gesund. Ey, Freunde, Apotheke, gesund und so, ne? Geht man wirklich in die Apotheke, wenn man gesund ist? Nein, in die Apotheke immer, wenn man krank ist. Also, was hat die Apotheke damit zu tun? Nix, außer dass das Pulver verkauft wird und dass das Pulver natürlich dafür sorgt, dass die da Geld bekommen. Also langfristig helfen tut es nicht. Warum? Jetzt frage ich einen Kameramann, warum hilft es langfristig nicht, wenn jetzt keine anständige Antwort kommt? Welche Frage? Ich bin hier mit dem Aufschreiben. Warum macht es keinen Sinn, eine Pulverdiät zu machen? Was ist der Hintergrund, warum so eine Maßnahme nie Sinn macht? Weil es wieder nur über einen gewissen Zeitraum ist. Genau, weil die haben nichts gelernt dabei. Die haben nicht gelernt, was muss ich denn überhaupt essen, sondern die haben nur gelernt, aha, ich nehme Pulver und wenn ich Pulver nehme, spare ich mir Kalorien, das wissen die meisten gar nicht. Und dann passiert Folgendes, sie nehmen tatsächlich ab und was machen sie nach wieder? Altes Verhaltensmuster, gleichen Mist essen wie früher und was passiert? Die Fettzellen sind da, die sind jetzt so klein und jetzt sind sie wieder so groß, ganz einfach. Das ist doch ganz geil bei dir im Coaching, also ich bin ja auch bei dir selber eigentlich mit drinnen. Da finde ich es ganz geil, die kriegen ja auch zwar einen Ernährungsplan, aber das Geile ist, dass du auch, dass sie auch erklärt bekommen, warum das Ganze so ist, dass die nach einem gewissen Zeitraum
eigentlich nicht keinen Coach mehr brauchen, weil sie selber wissen, wie das Ganze funktioniert. So, und es geht, genau, und es geht darum, weil in meinem Coaching geht es darum, ich kann keine 60 Millionen Leuten beraten, die es eigentlich nötig hätten, europaweit. Kann ich nicht, sondern ich kann immer nur einzelne Leute beraten. Wisst ihr, was da mein Wunsch ist? Dass das meine, wie soll man sagen, Multiplikatoren werden, dass die das raustragen, was ich denen beigebracht habe. Die sollen ja lernen, mit dem Nährstoff im Mehrwertrechner umgehen. Es ist ja wichtig, dass sie das wissen, wie, was esse ich wann. Natürlich bekommen die von mir ein Grundmuster. So, und dann können sie natürlich sagen, Andreas, mach du das mal. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Mach ich nicht. Die sollen selber denken, sollen selber lernen. Und wenn sie es gelernt haben, dann wissen die ganz genau, wann esse ich was, zu welcher Menge, wann brauche ich was, welche Menge. Warum sollte ich nach dem Urlaub mein Essverhalten mal kurzfristig ändern, weil ich im Urlaub 3 Kilo zugenommen habe. Das ist der Lernprozess und das möchte ich auch von meinen Coaches. Ich möchte nicht mein Leben lang beraten, habe ich keinen Bock drauf. So, Shakes, habt ihr verstanden, warum man nicht Shakes, das kommt auch nochmal, warum ihr es machen sollt. Wer in Biologie gut aufgepasst hat, der stellt fest, Alter, wir haben ja sogar Zähne in der Fresse. Unglaublich, die hier, für was sind die da? Zum Breichen lutschen. Nee. Breichen ist legitim, wenn ihr so ganz frisch geschlüpft seid, so ganz verkümmert und noch nicht beißen könnt, ist natürlich ein Breichen okay. Ja, oder wenn man, wie ich vor kurzem, aussah wie ein Hamster, wenn man die Weisheitszähne gezogen hat. Genau, wenn man die Weisheitszähne, super. Aber du kriegst in dein ganzes Leben lang deine Weisheitszähne gezogen. Oder wenn du ganz alt bist und hast keine Zähne mehr im Mund und deine Kaumuskeln sind am Arsch, dann ist das völlig in Ordnung, dann kann man sowas machen. Aber ey, ihr seid erwachsen. Erwachsene Menschen, die Breichen trinken. Gut. Was haben wir noch? Jetzt kommt auch noch was Sensationelles. Das hält sich seit 85.000 Jahren. Und zwar, was auch keinen Sinn macht, ist FDH. Warum macht FDH keinen Sinn? Erstens mal... Was ist FDH? Frisst die Hälfte. Ach so, ja gut. Oder futter die Hälfte. Frisst die Hälfte. Ja, aber was passiert? FDH heißt, erstens mal machen die Leute es niemals langfristig. Nie. Never. Es wird 2-3 Wochen gemacht, danach fallen sie, 5 Kilo abgenommen. Und danach essen sie wieder den gleichen Mist wie vorher. Weil das ist nur die Hälfte Mist. Der Mist an sich, da habe ich halt eine halbe Pizza gegessen. Da habe ich halt ein halbes Nutella-Brötchen gegessen. Super. Was haben wir gelernt? Es ist immer noch Mist. Ja, es ist immer noch Mist. Wir haben nichts gelernt dabei. Null. Deswegen FDH, no, funktioniert nicht. Außer du machst FDH dein ganzes Leben. Dann wirst du vielleicht sogar Gewicht reduzieren. Aber du wirst deinen Körper trotzdem mit Schadstoffen belasten. Ja, weil im Nutella, darf ich sagen Nutella, braune Creme, brauner Zucker, der ein bisschen Zucker, der braun ist, wo man die armen Orang-Utans von den Bäumen fallen. Auf 100 Kilo ungefähr 1 Gramm Haselnüsse drin sind. Auf 100 Kilo 1 Gramm Haselnüsse, also sozusagen extrem wertvoll. Das Ding, weißt du, weißt du, was du machst? Du piepst das eine bitte raus. Das eine bitte auspiepsen. Okay. Die wissen nämlich ganz genau, von was wir sprechen. Gut. Gut, FDH, also wie gesagt, ist auch zum Scheitern verurteilt, macht keinen Sinn. Und jetzt? Ja, zu wenig Zeit zwischen einzelnen Mahlzeiten. Ganz viele Menschen lassen einfach zu schmale Zeiträume von einem zum anderen essen. Frühstücken, ich habe heute Morgen keine Zeit gehabt, okay, dann esse ich halt um 10 Uhr mein Frühstück. Oh, jetzt ist 12, jetzt ist gerade Mittagspause, jetzt habe ich gerade Zeit, also esse ich um 12 schon wieder die nächste Mahlzeit. Blutzuckerspiegel ist oben, geht langsam runter, nächste Mahlzeit kommt, geht wieder hoch. Shit, und kommt nicht mehr unten an auf der unteren Ebene, wo die Fettverbrennung stattfindet. Was passiert? Keine Fettverbrennung. Ich muss immer ein bisschen spiegeln. So, und jetzt auch wieder was ganz Wichtiges. Schaut mal. Viele Menschen gehen gerade tatsächlich an und sagen, ihr esst jetzt weniger. Aber keiner nimmt so richtig Rücksicht drauf, aus was die Kalorien tatsächlich bestehen. Für alle sind Kalorien gleich. Eine Fettkalorie ist eine Kalorie, eine Zuckerkalorie in Form von Kohlenhydrate, die sich auch noch untereinander unterscheiden, ist auch eine Kalorie, eine Proteinkalorie ist auch eine Kalorie. Das sind alle gleich, die werden alle über einen Kamm geschert. No, stimmt nicht. Eine Fettkalorie ist ganz anders zu bewerten wie eine Proteinkalorie und wie eine Kohlenhydratkalorie. Selbst innerhalb der Kohlenhydrate gibt es Unterschiede. Und da gibt es Menschen, habe ich selbst erlebt, die kommen zu mir und nehme nicht mehr ab und sage, Andreas, ich habe nur 1200 Kalorien, ich nehme ab. Und ich sage, das ist zu wenig. Einmal sowieso zu wenig, könnte eh zur Anpassung führen, dass dein Stoffwechsel lernt zu konditionieren, zu sparen, weil gerade die Eiszeit herrscht. Und dann schauen wir das Ernährungsprotokoll an und denken, Frühstück, Brot, Nutella, Marmelade. Dann Mittagessen, Nudeln, Pizza,
Brot. Mhm. Okay, abends Nudeln, Kartoffeln, Brot, Chips. Zwar sehr wenig, also wirklich super wenig, von allem ganz wenig. 1200 Kalorien, aber zu 70-80% besteht das Ganze aus Kohlenhydraten, aus Energielieferanten. Da habe ich vor kurzem eine Doku gesehen, mhm, von einem Fernsehsender, kein privaten. Okay. Ich will jetzt nicht den Namen sagen. Kein Problem. Da ging es, war so ein 5-Minuten-Beitrag, da ging es auch um Thema Ernährung. Ja. Yeah. Und da war tatsächlich eine Ernährungsberaterin, mhm, die etwas kräftiger war. Etwas kräftiger war, ja. Genau. Die hat ihren Job auch verstanden. Genau. Und die meinte, Eiweiß sehr wichtig. Mhm. Jeder Mensch braucht 0,8 Gramm pro Kilogramm Körper. Mhm. Okay. Ja, das ist natürlich so, dass du mit 0,8 Gramm überleben kannst. Du wirst nicht sterben, das ist richtig. Mhm. Das ist richtig, aber wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass jetzt ein Sportler 1 Gramm. Oh, war sie großzügig. Ja. Sie hat aber selber auch nicht ausgehend, ob sie Sport macht. Ich sag mal, wenn man 1,50 mal 1,50 die Maße hat, also 1,50 in die Okay, Gramm, war also nicht so sportlich. Okay. Ja, es gibt natürlich ganz viele Aussagen. Die Frage ist, wen meinen Sie? Meinen Sie einen Durchschnittsbürger damit, der häkelt auf dem Sofa? Könnte hinkommen, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich jetzt einen Bauarbeiter habe, ja, und der Bauarbeiter braucht 3000 Kalorien und er soll aber nur 0,8 Gramm Protein essen und er wiegt 80 Kilo, dann ist also der andere Anteil, wie er immer noch nach der alten Pyramide gearbeitet wird, braucht er dann 400 bis 500 Gramm Kohlenhydrate, damit er auf sein Gesamtgehalt kommt an Energiezufuhr. Ja, dem seine Bauchspeicheldrüse möchte ich mal sehen, was die jubelt. Aber gut, gibt viele Wege nach Rom, ich habe einen anderen, so einfach ist es. So, also auch hier ganz klar mal zu beobachten, zu gucken, bei vielen Menschen einfach die Gesamtkalorienzahl bestand bei der Lady 70-80% aus Kohlenhydrate. Die hat den ganzen Tag immer wieder einen hohen Zuckerspiegel. Viel zu wenig Protein und viel zu wenig Fett. Und wenn wir in der Schule fleißig aufgepasst haben, als sie nicht hinten gesessen sind und nicht die Finger in der Nase hatten, dann haben wir hast du dich gerade angesprochen gefühlt? Hinten gesessen, ja, Finger in der Nase, nein. Okay. Aber trotzdem viel Blödsinn gemacht. Gut, dann ist es so, dass man weiß, dass zum Beispiel Protein und Fett natürlich essentiell sind. Das heißt, der Körper braucht es dringend, notwendig. Kohlenhydrate bräuchte er nicht. Freunde, bevor ihr jetzt anfangt, schon wieder mit Backsteinen zu werfen, mit faulen Tomaten, der Trinkbacher wieder mit seinen Kohlenhydraten. Ich habe gesagt, man bräuchte sie eigentlich nicht. Das heißt nicht, dass wir keine essen dürfen. No-Carb ist ja auch nicht Low-Carb. No-Carb ist nicht Low-Carb, das wird immer wieder verwechselt. Low-Carb heißt für mich, mal drüber nachdenken, was die Person tatsächlich braucht, welchen Beruf übt sie aus, was für ein Vorhaben hat sie, welchen Sport betreibt sie. Und dann, wenn er vorher 500 Gramm Kohlenhydrate gegessen hat, dann ist für den 150 Gramm auch Low-Carb. Gut. Für mich ist es aber schon 150 Gramm habe ich ja. 150 Gramm hast du, ja. Es liegt daran, da du natürlich körperlich nicht aktiv bist, auch nicht 3 Meter lang bist, sondern eher ein bisschen kleiner. Genau. Genau, und deswegen nimmt man darauf Rücksicht. Aber für mich ist 150 schon normal. Für dich ist normal. Genau, für dich, für den 2-Meter-Riesen wäre es Mist. Ja, und wer noch körperlich, wenn er noch körperlich arbeiten würde, wäre der verrecken wahrscheinlich. Genau. Dann könntest du jeden Abend aus der Baustelle heimtragen, auf der Tragen könntest du ihn zu Hause ins Bett schmeißen. Und ich bin topfit. Genau, bei dir funktioniert das. Deswegen ist auch eine Beratung individuell. So, jetzt haben wir die 7 Fehler zum Thema Fettwegernährung haben wir durch. Und jetzt kommt der berühmte Abschluss von mir. Und zwar, ich bin sozusagen ein Mensch, der gern anderen Menschen weiterhilft. Und ich habe was gelernt und da bin ich so stolz drauf, dass es so in meinem Hirn eingeschlagen hat, dass ich es nie mehr loskriege, Freunde. Und zwar, pass auf, wenn du jetzt gerade oder vorsitzt vor der Kamera zum Beispiel ein gutes Produkt hast, ein richtig geiles Produkt, wenn du schon seit 10, 15, 20 Jahren, nicht zum Beispiel seit über 30 Jahren was tust und damit stabiler Markt bist, dann musst du ein gutes Produkt haben. Da muss was Geiles sein. Und ich bin überzeugt, dass das Produkt geil ist. So, und wenn du dann hergehst und dieses Produkt nicht verkaufst, was tust du dann? Was tust du dann? Wenn du dich nicht traust zu verkaufen, wenn du sagst, nein, ich traue mich jetzt nicht, ich sage nichts, dann denken die Leute noch, ich bin ein unverschämter Mensch, weil ich ihr Geld will. Was tust du, wenn du es nicht tust? Das ist unterlassene Hilfeleistung. So einfach ist es. Und in meinem Fall ist was ganz Besonderes. Wisst ihr auch warum? Schau mal, wenn ich eine Ernährungsberatung mache, eine Trainingsberatung, die natürlich in erster Hinsicht darauf beruht, dass diese Menschen in ihre gesunde Zukunft investieren. Was tue ich denn da eigentlich damit? Wenn alles gut läuft, schaffe ich es bei den Menschen, ihr Leben um 15% gesund zu verlängern. Das heißt, im Endeffekt sterbe ich, wenn ich... Wenn, ganz einfache Rechnung.
Wenn du 90 Jahre alt werden willst und du bewegst dich nicht regelmäßig dreimal in der Woche für ca. 45 bis 60 Minuten intensiv, auch ein bisschen schweißtreibend, und investierst nicht pro Tag drei so weit möglich gesunde und artgerechte Mahlzeiten in dich selber rein, also 21 Mal pro Woche investierst du durch gesunde Ernährung rein, dann kannst du von diesen 90 Jahren, was du alt werden möchtest, kannst du gerade mal 15% abziehen. Dann bist du bei 76, 77 Jahre. So, und inwieweit du die 76, 77 Jahre gesund erreichst, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, vielleicht lerne ich meine Enkelkinder nicht kennen, vielleicht kann ich nicht mit ihnen spielen, Urenkel sowieso nicht. Vielleicht bin ich einfach auch schon ganz früh mit was bestraft, und zwar mit 50, 55, wo es die meisten erwischt. Diabetes, dann haben die viele einfach diese gesundheitlichen Probleme, dass das Herz sagt, hallo, mich gibt's auch, mir geht's nicht gut. Dass dann der Rücken sagt, weißt du was, mir fehlt die Muskulatur. Dass dann die Leber sagt, Kollege, du hast mich die ganze Zeit scheiße behandelt, mir geht's nicht gut. So, und wenn das soweit ist, was ist passiert? 70% Leistungsverlust aller lebenswichtigen Organe, wenn die rote Karte kommt. So, und jetzt habe ich gerade eben davor gesagt, dass ich mit der Leistung, was ich bringe, natürlich auch Leben tatsächlich den Lebensluxus verbessern kann. Nicht monetär. Ja, und man kann nicht sagen, du kannst im Endeffekt Leben retten. Ja, natürlich. Im Endeffekt kann man mit sowas, mit einer Gesundheitsberatung, mit einer Ernährungsberatung, einer Gesundheitsberatung und einer Trainingsberatung, kann man tatsächlich das Leben verlängern, auch das Leben retten. Und das wäre was, wenn ich es nicht pitchen würde, unterlassene Hilfeleistung. So einfach ist das. Das waren die abschließenden Worte von Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe.